Der gestrige Skandal um Wirecard sagt auch leider sehr, sehr viel über Deutschland aus, denn es zeigt sich, dass die Aufsichtsbehörden einmal mehr nicht wirklich hingucken und eher Journalisten verklagen, eher Leute drangsalieren, die sich hier um Aufklärung bemüht haben. Und vor allem, man hat Shortseller, also Leerverkäufer in der Wire-Aktie, dafür verantwortlich gemacht für angebliche Gerüchte etc. etc. und hat dann sogar den Shorthandel verboten. Das entspricht so wunderbar der deutschen Spekulationsfeindschaft, die alle Shorties, die alle Leerverkäufer verdammen und sagen, oh, das ist doch unproduktiv. Aber es sind eben oft diese Leerverkäufer, die den Finger in die Wunde legen und die zeigen, wo was schief läuft. Man sollte diesen Leuten also eher dankbar sein, als dass man sie verdammt. Wirecard wird auch heute im Zentrum des Geschehens, zumindest in Deutschland sein, denn es ist die Frage, kriegt man jetzt diesen Jahresabschluss heute zustande? Wenn nicht, dann werden wohl Kredite im Volumen von 200 Milliarden Dollar gekündigt werden können. Und das könnte für Wirecard ein richtiges Problem sein. Für Deutschland und für den deutschen Finanzplatz ist die ganze Geschichte schon ein Riesenproblem. Vor allem für die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, die sich nicht gerade hier mit Ruhm bekleckert hatte, wie wir gleich sehen werden. Aber gehen wir mal in medias res, meine Damen und Herren. Hier haben wir die Mitteilung von gestern, was da passiert ist. Da sagt man, uns fehlen, naja, 1,9 Milliarden Euro. Wo sind die denn hin? Das ist die große Frage. Findet man die unterm Sofa vielleicht? Die Süddeutsche hatte dann jetzt gezeigt, dass weitere Nachforschungen von Ernst & Young, diesem Wirtschaftsberatungsunternehmen, das ja eigentlich diese Testierung vornehmen sollte für den Jahresabschluss von Wirecard, sowie zwei Schreiben philippinischer Banken wohl dazu geführt haben, dass es leider diesen Jahresabschluss nicht gibt. Deswegen hier diese Konfusion, deswegen dieser Skandal, der gestern ja richtig gehend geplatzt ist. Und man muss die Frage stellen, was ist Wirecard eigentlich jetzt noch wert? Wir haben nämlich 1,9 Milliarden an Eigenkapital und genau diese 1,9 Milliarden Euro, die fehlen jetzt. Wo sind die hin? Beziehungsweise was ist Wirecard wert, wenn es diese 1,9 Milliarden Euro vielleicht gar nicht gibt? Man weiß es nicht. Jedenfalls wäre das natürlich ein absoluter Hammer. Möglicherweise ist Wirecard eine Betrugsmaschine, so sagen einige. Zum Beispiel die Financial Times hat ja sehr früh versucht, den Finger in die Wunde zu legen. Hier mal eine Übersicht auch der Financial Times selber über die verschiedenen Artikel, die man hier lanciert hat, über KPMG, das Wirtschaftsprüfungsinstitut, über Einstieg von Softbank etc. etc. Hier sehen wir das Auf und Ab der Aktie. Derzeit ist es dann doch eher ein Ab und wir sehen, dass natürlich jetzt die Kritik nicht gerade leiser wird, auch an den Aufsichtsbehörden. Da hat man dann eben, wie hier die Wirtschaftswoche schreibt, die Journalisten verklagt, statt wirklich da mal genauer hinzuschauen. Es ist ein Armageddon in Aschheim, da wo die Firma sitzt, aber es ist auch ein Debakel für Deutschland, weil es Strukturen zeigt, die ein bisschen verknöchert sind. Wir haben eine lahme Aufsichtsbehörde, BaFin, die dann eben den Weg des geringsten Widerstands geht und sagt, ja, die Shortseller sind schuld, die Journalisten sind schuld, statt ein solches Unternehmen mal genauer zu kontrollieren. Wenn es um andere Unternehmen geht, dann ist die BaFin, zack, sehr, sehr streng und sehr pfiffig und hier hat man ein bisschen weggeschaut. Die BaFin, das wird auch international so wahrgenommen, ist der große Verlierer. Also die deutsche Finanzaufsicht ist der große Verlierer dieses ganzen Skandals, neben natürlich Wirecard, neben dem Finanzplatz Deutschland. Und auch Muddy Waters, diese Shortseller, die aber immer wieder auch wirklich Skandale aufgedeckt haben, die zum Beispiel gezeigt haben, dass chinesische Firmen überhaupt keinen Umsatz oder auf gar keinen Fall den Umsatz haben, den sie behaupten, dann an die US-Börsen sich haben listen lassen, die das aufgedeckt haben, die sehen jetzt eben Wirecard als einen einzigen Fraud, als eine einzige Betrugsmaschine. Und wir wissen nicht, ob das der Fall ist. Jedenfalls beschwert man sich, dass man hier gegen die Internetseite Zattara vorgegangen ist, die eben in Sachen Wirecard immer wieder mit Meldungen kam, gegen Roddy Boyd, die Financial Times und Dan McCrum, der maßgebliche Journalist, der diese Artikel kontrolliert hat. Das Handelsblatt schreibt, ja, da muss eben dann strenger kontrolliert werden und sagt, okay, die Kontrollen bei Wirecard haben nicht so funktioniert, weil das Unternehmen eben so Startup-mäßig, New Economy-mäßig schnell gewachsen ist. Die Frage ist das so oder sind diese Umsätze gar nicht da? Sind das praktisch, ist das ein einziger Scam, ein einziger Fraud, ist das ein einziger Betrug? Das ist eben die ganz große
Frage. Jedenfalls sollte eines eigentlich klar sein: Die Aktie muss raus aus dem DAX, jenseits von Fragen der Marktkapitalisierung. Wer nicht mal in der Lage ist, einen Jahresabschluss vorzulegen, der kann nicht im DAX bleiben. Das würde bei jeder GmbH Riesenschwierigkeiten verursachen, also bei viel kleineren Firmen, wenn man nicht in der Lage ist, irgendwie da die Mindeststandards an Hausaufgaben irgendwie zu machen. Das ist schon wirklich krass. Und die deutsche Börse reagiert bisher überhaupt nicht. Da müsste echt schnell was kommen. Da müsste man mal ein Zeichen setzen und sagen, liebe Leute, das entspricht leider nicht den Mindeststandards. Raus aus dem DAX. Aber das ist dann wieder ein Politikum. Nach SAP ist eben Wirecard die größte Tech-Firma in Deutschland, von der wir nicht so, und von diesen Tech-Firmen haben wir ja nicht so wahnsinnig viele. Also das ist schon ein ziemliches Armutszeugnis in jeder Hinsicht. Genau wie gestern, spätabends dann noch eine Pressekonferenz. Hier sieht man die Herrschaften Braun, der zweite von links, der Vorstandschef, rechts der neue Mann, der jetzt den Vorstand für das operative Geschäft ersetzen soll, der gestern praktisch gekündigt wurde, vorübergehend, wie es heißt. Also es ist ein einziges Drama, eine einzige Konfusion. Jetzt eben die Frage, gibt es heute diesen Jahresabschluss? Hier mal eine Umfrage, nicht repräsentativ, wo 81% sagen, nee, die wird es nicht mehr geben. In Sachen Umfrage, da bleiben wir gleich mal beim Thema und kommen zu einem anderen Thema, nämlich der Situation in den USA mit Donald Trump und Joe Biden. Wahlkampf, das wird jetzt immer dominanter, auch für die Börsen. Und wir sehen, dass Joe Biden seinen Vorsprung ausbaut. Und das basiert jetzt nicht gerade auf einer Trump-kritischen Umfrage, denn die ist von Fox News. Und wir sehen, dass derzeit 50% Joe Biden wählen würden, 38% nur Donald Trump. Und wir sehen vor allem, dass es bei Joe Biden nicht der Enthusiasmus für Biden, den Kandidat, ist. Da sind nämlich nur 31% enthusiastisch. Aber sie fürchten eher Donald Trump oder wollen Donald Trump verhindern. Das sind 63%. Während bei Trump es der Fall ist, dass seine Anhänger durchaus enthusiastisch sind, nämlich 62% würden ihn wählen, weil sie enthusiastisch für Trump sind. Und nur 33%, weil sie den anderen Kandidaten nicht unbedingt haben wollen. Interessant ist, dass vor allem jetzt die Schwarzen sich sehr deutlich gegen Trump positionieren. Die sind ja bei der letzten Wahl nicht hingegangen, weil auch die Kandidatin Hillary Clinton für sie nicht wirklich, naja, attraktiv war. Das war für sie keine wirkliche Alternative, keine Option. Und genau das könnte jetzt aber für die Schwarzen eine Option sein, dass man Donald Trump nicht mehr haben will, dass man zur Wahl geht. Das ist die große Frage. Wir sehen, dass die Brutalität der Polizei in den USA für die Schwarzen oder ein Riesenthema ist. 87% sagen, das ist ein systemisches Problem. Von den Weißen sagen das nur 75%, aber auch viele Hispanics sagen das, nämlich 71%. Und das sind diese Wählergruppen, die letztendlich entscheidend sind, ob Donald Trump die Wahl gewinnt oder nicht, nämlich die Schwarzen und die Hispanics, wenn die sich gegen Trump entscheiden oder aktiv gegen Trump positionieren, indem sie wählen gehen, dann wäre das für Donald Trump ein Problem. Wir sehen hier bei beiden 79 Punkte über Trump, also der Vorsprung praktisch nicht einholbar bei den schwarzen Wählern. Auch bei den unter 30-Jährigen ist das, bei den Städtern ist das so, bei den Frauen ist das vor allem so und auch bei den Älteren, die über 65 sind. Während Trump natürlich seine Unterstützung bei den evangelikalen Christen hat, allerdings und bei den Rural Voters, also bei der Landbevölkerung. Allerdings sehen wir, dass 2016 die Zahlen für Trump in diesen beiden Gruppen, nämlich den Evangelikalen und der Landbevölkerung, deutlich höher war. Deshalb vielleicht ja Donald Trumps Dringen darauf, was John Bolton geschrieben hat und eigentlich ja nicht wirklich widersprochen ist vom Weißen Haus, dass Trump natürlich die Farmer im Mittleren Westen hier überzeugen wollte, durch den Deal mit China und durch die Käufe von Landwirtschaftsprodukten aus den USA durch China. Dementsprechend ist diese Wählerschaft jetzt nicht mehr ganz so enthusiastisch für Trump und das könnte noch ein zusätzliches Problem werden. Hier noch eine andere Umfrage, die zeigt, dass vor allem Frauen gegen Trump sind, während Männer eher für Trump sind, während die Weißen eher für Trump sind, sind eben die Schwarzen und gegen Donald Trump. Wir haben noch ein letztes Thema, oder ich habe noch ein letztes Thema, nämlich die Fettbilanz. Und hier sehen wir, dass die gefallen ist in letzter Zeit, was vielleicht erklärt, warum, oder in der letzten Woche, was vielleicht erklärt, warum die Aktienmärkte in den USA nicht mehr so richtig aus dem Quark kommen, nicht mehr wirklich
Steigen, hier sehen wir diesen Rückgang, das ist der größte Rückgang seit 2009 in der FED-Bilanz. Also das ist vielleicht ein Thema, das neben der Wiederwahl in Sachen Trump durchaus auch für die US-Märkte jetzt ein Thema werden kann. Heute ja im Fokus der große Verfall, gestern ein total langweiliger Tag. Hier sehen wir, dass die Range im S&P 500 auf Kassabasis, auf Future-Basis war viel mehr los, weil im asiatischen Handel die Märkte ja gefallen waren. Die ist sehr, sehr gering gewesen. Aber gehen wir mal rein in die Charts, meine Damen und Herren, und schauen uns an, wie die Dinge hier reinkommen. Der DAX kann sich jetzt ein bisschen erholen, 12.355. Die Frage ist, was passiert nach dem Verfall? Heute dürfte es, naja, so ein bisschen rauf, runter, runter, rauf, ohne klare Richtung gehen. Aber nach dem Verfall werden die Karten neu gemischt. Blackout Period hat begonnen, also die Aktienrückkäufe werden weniger werden, weil viele US-Firmen eben in dieser Blackout Period sind. Und normalerweise, ich sagte es gestern bereits, ist es eben eher negativ für die Aktienmärkte nach dem Verfall oder die Woche nach dem Verfall, nach dem großen Verfall. Es gibt ja nur vier große Verfallstermine, wo also Optionen verfallen, wo Futures verfallen, Optionen auf Aktien, auf Indizes, Futures etc. Also das ist sozusagen eigentlich ein Mega-Event. Wir sehen den DAX hier, wie gesagt, auf Stundenbasis bei 12.355. Schauen wir uns mal eine Wirecard an, wie sie gestern geschlossen hat. Bin mal sehr gespannt, was da heute passiert, vor allem in Sachen eben Jahresabschluss, was da kommen wird. Wir sehen den S&P 500 bei 3.133. Hier leicht erholt. Wir sehen jetzt hier so eine Art verspätete Asienrampe, also in dünner Liquidität mal schnell den Markt nach oben ziehen. Wir haben Euro-Dollar aktuell bei 1,1218. Wir sehen 1,1219. Wir sehen Crude Oil aktuell bei $39,53. Also, das wird auch heute sicherlich am deutschen Finanzplatz das große Thema Wirecard und dieser Skandal, was eigentlich hier schief läuft in diesem Land. Wir haben lahme Aufsichtsbehörden, wir haben eine Spekulationsfeindschaft in Deutschland von Leuten, die sagen, die sind ja total negativ. Nein, es sind diese Shortseller, diese Leerverkäufer sind wichtig, weil sie Übertreibungen zeigen, weil sie dann auch in einem Crash sehr wichtig sind, wenn sie short sind, nämlich dann als Käufer auftreten. Wer short ist, der hat ja zuerst verkauft und kauft dann später zurück. Das heißt, wir haben in Crash-Situationen, wie wir sie im März gehabt haben, eben dann Leute, die damit Geld verdienen und ihre Positionen dann wieder zurückkaufen müssen, also als Käufer auftreten müssen. Und wir haben natürlich die Journalisten, die hier den Finger in die Wunde legen und Aufsichtsbehörden haben das nicht geglaubt und die Deutschen haben es nicht geglaubt, weil man sich sagte, ja, das sind ja die bösen Shortseller, die hier Journalisten beauftragen, damit die Dreck auf ein Unternehmen werfen. Und jetzt ist zumindest die Wahrscheinlichkeit deutlich gestiegen, dass es sich hier nicht um Dreck handelt, sondern um Fakten. Und genau das ist das Problem. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen bedeckten, zumindest in Hamburg hier sehr bedeckten Freitag und sage Ihnen Servus und